Also gut, dann nochmal herzlich willkommen zu unserer ersten hybriden Veranstaltung. Wir sind voll besetzt unter den Bedingungen, die derzeit herrschen. Seit Anfang Oktober unsere erste Live-Veranstaltung. Und ja, man hat so ein ganz merkwürdiges Gefühl dabei. Aber auch ein schönes, denn ich darf herzlich Rainer Münz begrüßen zu diesem Abend über Migration und Wanderarbeit in Europa vor, während und nach der Covid-Krise. Also wir denken doch schon ein bisschen daran, dass es irgendwann auch noch mal wieder andere Zeiten kommen. Es gibt viel sozusagen einführend zu sagen, was man nicht lange ausbreiten muss. Aber Rainer Münz hat nach einer Laufbahn als Professor für Bevölkerungswissenschaften, Politologie und einer beratenden Tätigkeit bei einer Bank dann lange für die EU gearbeitet, für den Rat, für den Ratspräsidenten, Kommissionsratspräsidenten, für den Kommissar, also ein großer Unterschied, das muss man wirklich sagen, für den Kommissionspräsidenten. Ja, jetzt hat er mehr Zeit, lehrt an der Central European University. Aber das erlaubt ihm doch auch, nach Hohenems zu kommen. Dass er das tut in der Ausstellung Die letzten Europäer, die sich ja auch mit der Familie Brunner beschäftigt, hat noch einen schönen Seitenaspekt. Denn ja, deine Familie war mit der Familie Brunner sehr eng befreundet. Das hat was mit deiner gemeinsamen Vergangenheit rund um die Istrische Halbinsel zu tun, zwischen Itz, wie hieß der Ort genau? Itchi, das muss man eben auch nochmal sich in Erinnerung rufen, Itchici bei heute Opatija, früher Abazia und Triest. Und beide Familien waren nicht nur an der Istrischen Halbinsel miteinander verbunden durch Freundschaft, sondern dann auch in der buckligen Welt zwischen ja, Schloss Ziegersberg und der Burg Krummbach, wo die Großmütter miteinander einen engen Austausch pflegten. Also so klein kann die Welt sein. So, jetzt hören wir auf, von der kleinen Welt zu reden. Da könnten wir auch noch einiges aus Frankfurt erzählen. Ein aktuelles Schlaglicht auf das Thema des heutigen Abends wirft aber auch die gerade sehr lebendige Debatte innerhalb des Rats, jetzt wirklich des Rats und des EU-Parlaments über die Frage, wie Europa in Zukunft die Situation von Erntehelfern, meistens eben Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeitern, und deren zum Teil unerträglichen sozusagen Arbeitsverhältnisse in jeder Hinsicht zu verbessern. Österreich steht in dieser Frage, wie so oft, wenn es um europäische Angelegenheiten geht, mal wieder sozusagen voll auf der Bremse. Das ist, glaube ich, ein gutes Thema auch für die Diskussion hinterher. Aber jetzt wirst du uns erst einmal über einen, sozusagen auch einen längeren Zeitraum dieses Themas entführen und uns etwas über Migration und Wanderarbeit vor, während und nach Covid-19 erzählen. Ja, lieber Hanno Löwy, meine Damen und Herren hier im Raum und zu Hause an den jeweiligen Endgeräten, mit denen Sie den heutigen Vortrag verfolgen. Also ich bin natürlich auch froh, hier heute sein zu können und einer Veranstaltung beizuwohnen, die nach langer Zeit wieder einmal auch live abgewickelt werden kann und ich auch hier im Stehen reden kann, was man ja bei den häuslichen Videokonferenzen auch irgendwie verlernt mit der Zeit. Lassen Sie mich zu dem Thema einfach ein bisschen historisch ausholen und mit der vorindustriellen Zeit beginnen. Bevor es industrielle Produktion gab, gab es schon Formen der Arbeitswanderung, die sozusagen in der vorindustriellen Zeit prägend waren. Die hatten natürlich ganz stark mit der Saisonalität in der Landwirtschaft zu tun. Also der klassische Fall ist natürlich der Almbetrieb, wo ja nicht nur die Tiere
sozusagen von Tal auf den Berg migrieren und dann wieder zurück, sondern wo es natürlich auch Arbeitskräfte gibt, die jeweils auf diesen Almen tätig waren. Geht ja im Wesentlichen ums Melken und um das Käsemachen, muss ich hier in Vorarlberg, glaube ich, nicht weiter erzählen. Gab darüber hinaus auch schon früher natürlich Erntehelferinnen und Erntehelfer und Leute, die in der Forstwirtschaft, dort war es dann umgekehrt, eben im Sommer klassische Ernte, im Winter im Forst gearbeitet haben und die nicht ansässig waren an den Orten, wo sie eben tätig waren. Ein uns allen ja hier in Vorarlberg gut bekanntes Beispiel sind die sogenannten Schwabenzüge, die es bis in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts gab, wo eben Kinder armer, bäuerlicher und vor allem auch unterbäuerlicher Schichten in der Regel nur gegen Kost und Logis und ohne Lohn eben bei reicheren Bauern im Schwabenland, und mit Schwabenland kann man sich sozusagen einfach den Süden Deutschlands vorstellen, den Sommer zugebracht haben, häufig auch unter Missachtung der Schulpflicht, weil sich die Erntebedürfnisse ja nach der Meteorologie gerichtet haben, auch damals, und nicht nach dem sozusagen Stunden- und Ferienplan der österreichischen Pflichtschulen. Das war ganz klar natürlich eine Armutswanderung. Aber wir können uns natürlich auch an die Montafoner Krauthobler erinnern, die auch weit weg von der Heimat ihre Dienste angeboten haben. Ein zweites in vorindustrieller Zeit natürlich typisches Bild geben die Wandergewerbe. Also ein Klassiker, der uns zumindest umgangssprachlich noch in Erinnerung ist, die häufig aus Italien stammenden Kesselflicker, Caselli, was ja dann zu dem pejorativen Begriff Katzelmacher in der deutschen Sprache geführt hat, der aber ursprünglich eben nicht auf Italien, sondern auf die Tätigkeit dieser Kesselflicker verweist. Eismacher, ein Gewerbe, das nur im Sommer ausgeübt wurde, wo es auch im alpinen Raum auf der Alpen-Südseite eben Leute gab, die einerseits die italienische Form des Eismachens kannten, andererseits Zugang auch zu Eisblöcken hatten, die sie dann oft mitgeschleppt haben und diese eben Eismachkünste und deren Produkte eben nördlich der Alpen in den Sommermonaten angeboten haben. Holzschnitzerei, berühmt zum Beispiel im Grödnertal, eine Verkaufsorganisation, die eben über Agenten, über Wandergewerbe bis nach Moskau und St. Petersburg irgendwie bekannt und war betrieben wurde. Umgekehrt aus dem Bregenzer Wald, vor allem in der Zeit des Hoch- und Spätbarock, Zimmerleute und andere Baumeister, die eben an Barockkirchen und Klöstern von der Bodenseeregion bis ins westliche Frankreich eben tätig waren, soweit wir das aus den historischen Quellen eben kennen. Und dann schließlich eine institutionelle Form des Wandergewerbes auf dem Weg, bis man überhaupt zu einem Gewerbeschein gekommen ist, wenn ich eben an sozusagen die klassische Form des in den Dienst bei anderen Gewerbetreibenden Gehens auch als Walz bezeichnet erinnern darf, wo eben junge Lehrlinge und Gesellen eben von zu Hause weggegangen sind, woanders hin, in größeren mehrjährigen Etappen. Zweite Form oder zweite Periode, die wir uns anschauen, ist die industrielle Periode, wo sich der Charakter der Arbeitsmigration grundlegend ändert, weil es zum einen eben so etwas wie eine Massenfertigung, Massenproduktion gibt im industriellen und gewerblichen Bereich und zum anderen durch die Mechanisierung der Landwirtschaft relativ viele Menschen in dem Agrarbereich freigesetzt werden, der ja bis zur industriellen Revolution so an die 90% der Bevölkerung, ja, der tätigen Bevölkerung beschäftigt hatte. Die werden frei, weil eben ihre Tätigkeit durch Mechanisierung in dieser Intensität überflüssig wird, sie dadurch ihren Lebensunterhalt eigentlich verlieren oder überflüssig werden und quasi gezwungen sind, sich woanders eine ökonomische Basis zu suchen. Und das
ist, wenn man so will, die Grundlage für die Massenauswanderung von Menschen aus Europa nach Übersee. Etwa 70 Millionen Europäerinnen und Europäer haben damals unseren Kontinent verlassen und sind einerseits über Russland Richtung fernen Osten und Sibirien bis nach Wladiwostok gewandert, von dort über die Beringstraße nach Alaska, das ja bis 1867 zu Russland gehört hat, und auf der anderen Seite über den Atlantik eben nach Nord-, Mittel- und Südamerika, in die Karibik und in der Regel auch per Schiff ins südliche Afrika, nach Australien und Neuseeland. Das sind sozusagen die wesentlichen Siedlungsgebiete gewesen. Entdeckt und erobert mehrere hundert Jahre früher in der Regel, aber besiedelt erst in der Zeit der industriellen Revolution. Nicht nur, weil erst damals so viele Menschen in Europa sozusagen freigesetzt wurden von ihrer bisherigen agrarischen Tätigkeit, sondern auch, weil es erst mit der industriellen Revolution Verkehrsmittel gegeben hat, die ausreichend schnell, ausreichend große Mengen transportieren konnten. Ich darf daran erinnern, dass eine spanische oder portugiesische Galeone 3 Monate gebraucht hat, um von Europa nach in die Karibik oder nach Mittelamerika zu kommen und vielleicht 50 Menschen transportiert werden konnten. Das hat gereicht, um dort Eroberungsregime zu etablieren, aber es hat natürlich nicht zu einer massiven Besiedlung geführt. Die Besiedlung Nord- und Südamerikas mit europäischen Menschen begann erst in der industriellen Revolution. Wie gesagt, 70 Millionen von hier gegangen, wesentlich mehr als je aus anderen Teilen der Welt nach Europa eingewandert sind in jüngerer Zeit. Wir finden Zeugnisse aus Vorarlberg, insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, von Menschen, die nach Nord- und Südamerika ausgewandert sind. Es war nicht immer nur Arbeitsmigration, die eine Rolle gespielt hat, sondern es waren religiöse Dissenter, es waren Menschen, die mit den politischen Verhältnissen hier nicht einverstanden waren, vielleicht sogar gegen sie protestiert hatten, fliehen mussten. Es gab also auch eine religiöse und politische Komponente. Aber für die Mehrzahl derer, die nach 1800 nach Übersee gewandert sind, waren ökonomische Motive im Vordergrund. Ich will kurz daran erinnern, dass zwischen dem Jahr 1900 und dem Jahr 1910, also diesen beiden Volkszählungen in den USA, Österreich, Ungarn, das wichtigste Herkunftsland von Einwanderinnen und Einwanderern in den USA statistisch zumindest gewesen ist. Von denen kam die Mehrzahl allerdings nicht aus Vorarlberg, Tirol oder aus dem Burgenland, sondern aus Galizien oder der Bukowina oder eben aus den slawischsprachigen Teilen der Monarchie, nicht zuletzt ein hoher Anteil auch jüdischer Auswanderer zu dieser Zeit aus der Habsburger Monarchie, aber nicht nur von hier. Es hat auch in industrieller Zeit natürlich weiterhin Wanderarbeit gegeben, auch außerhalb der Landwirtschaft. Wenn ich eben an Hausierer denke, die eben industriell gefertigte Güter zu günstigeren Preisen, als es lokale Produzenten oft anbieten konnten, von Haus zu Haus sozusagen mobil vertrieben haben. Aus Vorarlberg kennen wir Textilhändler, die damals mit Textilien unterwegs waren in halb Europa und sozusagen von hier ihr Gewerbe und ihre Produkte in die Welt getragen haben. Nach 1918 endet dieses Regime, das im 19. Jahrhundert vor allem durch liberales, weitgehend passfreies Reisen, visumfreie Möglichkeit der Wanderung auch nach Übersee geprägt war. Wenn Sie das Museum wieder verlassen und sich die beiden Paneele anschauen, sehen Sie auf dem rechten auch ein Zitat von Stefan Zweig, das etwa romantisierend aus seiner Erinnerung an die Welt von gestern zitierend eben auf diese Reisefreiheit noch einmal verweist. Die hat natürlich in erster Linie für weiße christliche Europäerinnen und Europäer gegolten und nicht für andere Menschen. Sie war nicht so universell, wie Stefan Zweig unterstellt. Aber und sie hat vor allem natürlich für wohlhabende Menschen gegolten, die genug Geld hatten, um sich eben die jeweiligen Tickets zu kaufen. Darf man kurz anekdotisch einflechten, wenn Sie mit einem erste und zweite Klasse Ticket von Europa nach Amerika gekommen sind, durften Sie in New York direkt von Bord gehen.
ab der dritten Klasse mussten sie in Ellis Island einen strengen sozusagen Gesundheitscheck machen. Der galt für die Wohlhabenden eben nicht, schon damals eine sozusagen Mehrklassengesellschaft, was die Migration betraf. Also mit 1918, mit der Entstehung vieler Nationalstaaten, mit der Abschottung der Märkte dieser Nationalstaaten, und zwar nicht nur der Warenmärkte, sondern auch der Arbeitsmärkte gegeneinander, endet dieses System der sozusagen des relativ der größeren Bewegungsfreiheit, die Europäerinnen und Europäer vorher hatten. Es gibt beginnend ein bisschen Zuwanderung aus Überseekolonien, die vorher nicht existiert hat. Es waren wir sozusagen Europäerinnen und Europäer, die uns woanders niedergelassen haben. Es sind nicht Menschen aus den Kolonien nach Europa gekommen. Es gab ein bisschen Rückwanderung aus Übersee zurück in die alte Welt. Ich darf erinnern, dass zum Beispiel Alexander Dubček, der spätere Held des Prager Frühlings und nach der Samtenen Revolution Parlamentspräsident des letzten frei gewählten tschechoslowakischen Parlaments, in den USA gezeugt wurde, seine Eltern dann in die Slowakei zurückgekehrt sind und er sozusagen, also mit seiner Mutter schwanger über den Atlantik kommend, dann eben ihn in Bratislava zur Welt gebracht hat. Ich, am anderen Ende Österreichs, wenn man sozusagen von hier genau nach Osten schaut, kommt man nach Kitzsee, eine Gemeinde, die ebenfalls, wo die Gemeindegrenze auch die Staatsgrenze ist, an die Slowakei, an Bratislava und an Ungarn grenzend. Dort gibt es einen Ortsteil, der Chicago heißt, mit K geschrieben. Der ist von Burgenland-Rückkehrern und deren Kindern gegründet worden in Erinnerung an die sozusagen neue, alte Heimat. Ein Sprung ins Jahr 1939 bis 1945, sozusagen, da gibt es auch Arbeitsmigration, allerdings unfreiwillig. Die Zwangsarbeit ist sozusagen eine wesentliche Grundlage für die Aufrechterhaltung der Produktion während der nationalsozialistischen Zeit, wo ja ein Gutteil der deutschen sozusagen jungen Männer und auch zum Teil mit Fortdauer des Krieges mittelalterlichen Männern und sozusagen älteren Jugendlichen im Felde waren oder auch schon tot, die Aufrechterhaltung der Produktion einerseits auf der Basis von eben Zwangsarbeitern, auch sogenannten zum Teil sozusagen Leuten, die man als Ostarbeiter sich später als schön geredet hat, die wären ja gar nicht unter Zwang gekommen, aber auch Franzosen zum Beispiel, die in Deutschland und in sozusagen zu Deutschland gehörigen Österreich tätig waren als Arbeitskräfte. Zu dieser Zeit hier. Und auf der anderen Seite die Integration von Frauen in den Arbeitsprozess, von denen ja die nationalsozialistische Ideologie noch wenige Jahre vorher behauptet hatte, ihre Hauptaufgabe wäre es, Heim und Herd zu hüten und Kinder in die Welt zu setzen und großzuziehen. Ein Schwenk während des Krieges in der Ideologie, der dann dazu führt, dass es plötzlich eben Schaffnerinnen gegeben hat, also Frauen an Orten waren, die sozusagen wenige Jahre vorher nur von Männern ausgefüllt wurden oder wo man die Frauen sogar hinausgedrängt hat. Also bei Lehrerinnen gab es in der Zwischenkriegszeit ein Heiratsverbot, die mussten aus dem Dienst ausscheiden, wenn sie sozusagen Kinder bekommen haben. Bei Männern war das natürlich nicht der Fall. Wir springen in die Zeit nach 1945. Da kommt es in Westeuropa und auch in Nordamerika so etwas, was man eben Wirtschaftswunder nennt, auch begleitet in Europa ein bisschen später als in Nordamerika von einem Babyboom. Und die Konstellation aus Wirtschaftswunder und Babyboom führt in Europa und Nordamerika dazu, dass man sagt, wir müssen Arbeitskräfte von außen rekrutieren. Warum? In Europa fehlten einerseits natürlich die männlichen Arbeitskräfte, die aus dem Krieg nicht mehr zurückgekommen waren. Oder junge Leute, die dann schon im erwerbsfähigen Alter gestanden wären, aber schon seit 1944 eben nicht mehr am Leben. Und zum anderen wurde der Babyboom auch zum Vorwand genommen, um Frauen wieder aus dem Erwerbsleben zurückzudrängen, in das sie sozusagen während der NS-Zeit, aber auch in den USA unter ähnlichen Bedingungen des Krieges sozusagen integriert worden waren. Es gab eine Bewegung Frauen zurück an den Herd.
ursprünglich um für die aus der Kriegsgefangenschaft und aus dem Feld zurückkehrenden Männer Arbeitsplätze zu schaffen und andererseits aber eben auch sozusagen unter dem Aspekt, dass eben jetzt diese Kinder großzuziehen wären. Und das, die Frauen und die sozusagen Kriegstoten werden ersetzt durch Arbeitskräfte. Das war keine spontane Wanderung, sondern das ist eine Wanderung, die durch ganz gezielte Anwerbung von Arbeitskräften aus den wohlhabenderen Ländern Nordwesteuropas in Südeuropa und dann auch in außereuropäischen Ländern stattgefunden hat. Also in Vorarlberg, man muss die Geschichte hier nicht näher erzählen, ging es damals um die Anwerbung von Arbeitskräften aus der Türkei, nachdem ein erster Versuch, spanische Arbeitskräfte anzuwerben, gescheitert war, weil die Lohndifferenz zwischen Spanien und Vorarlberg oder auch anderen industrialisierten Teilen Österreichs zu gering war und die spanischen Arbeitskräfte lieber woanders hingegangen sind, zum Beispiel nach Deutschland oder in die Schweiz oder nach Frankreich, hat man dann eben begonnen, in der Türkei zu suchen. Deswegen stammten bis vor 25 Jahren oder so, konnte man relativ genau sagen, dass die Menschen türkischer Herkunft in Vorarlberg aus ganz wenigen Gemeinden südöstlich von Ankara, wo eben Österreich ein Anwerbebüro aufgemacht hatte, stammten und nicht sozusagen aus der ganzen Türkei. Es kamen Leute, die gar nicht wussten, was Österreich ist und wo Österreich liegt. Aber Ähnliches gilt für die Anwerbung türkischer Arbeitskräfte in Deutschland oder in Skandinavien oder in den Niederlanden. Es wurde schließlich auch damals für damalige Verhältnisse sensationell begonnen, in einem kommunistischen Land, nämlich im damaligen Jugoslawien, Arbeitskräfte anzuwerben. Parallel dazu gibt es in Ländern, die sozusagen noch Kolonien hatten oder deren Kolonien gerade eben unabhängig geworden waren, den Zuzug von Arbeitskräften oder eine Rekrutierung oder auch zum Teil einen spontaneren Zuzug von Arbeitskräften eben aus diesen Kolonien oder ehemaligen Kolonien. Das hatte damit zu tun, dass das Bildungssystem natürlich dort einem Teil der Colonial Subjects die Sprache des Mutterlandes oder der Kolonialmacht beigebracht hatte und daher Menschen mit Französischkenntnissen eben aus Nord- oder Westafrika eben nach Frankreich oder Belgien kamen, Menschen mit Englischkenntnissen aus Ostafrika und aus Südasien eben zum Beispiel von Großbritannien rekrutiert wurden, Menschen aus den Niederlanden, aus dem ehemals sozusagen niederländisch Hinterindien, dem heutigen Indonesien und aus dem niederländisch Guyana, heute Suriname, eben in die Niederlande kommen. Also wenn Sie heute in den Niederlanden spazieren gehen oder auf Dienstreise sind oder ein Museum besuchen, dann sehen Sie eben auch diese Bevölkerung sozusagen als sichtbaren Ausdruck der kolonialen Vergangenheit dieser Länder. Es gab auch Kolonien, wo das ganz wenig oder gar nicht ausgeprägt war. Italien hat nicht im größeren Stil Menschen aus Eritrea oder Somalia oder Libyen eben nach Italien gebracht. Gleiches gilt für Deutschland, das seine Kolonien ja schon 1918 verloren hat. Die Anwerbung von Arbeitskräften in systematischer Form endet relativ abrupt mit der ersten Erdölpreiskrise in den Jahren 1972-73, die sich ja auch mit dem damaligen Krieg zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn verbindet, die eben zu dieser, wie sagt man, Strafmaßnahme der erdölexportierenden arabischen Länder gegenüber sagen, dem Westen geführt hat, der eben auf israelischer Seite, kann man sagen, zu Recht vermutet wurde und was eben zu einer starken Anhebung der Ölpreise geführt hat in zwei Etappen, einmal 1972, einmal 1979, Inflation, Arbeitslosigkeit, eine Rezession in Europa ausgelöst hat, auch in den USA. Und das wurde hier zum Anlass genommen, um die Rekrutierung von Arbeitskräften aus anderen Ländern sozusagen relativ von einem Tag auf den anderen einzustellen, haben die meisten westeuropäischen Länder gemacht. Die Schweiz hat schon ein bisschen früher damit begonnen,
1972 aber Österreich und Deutschland und Skandinavien folgten 1973 nach dem Yom Kippur-Krieg. Fünfzehn Jahre später, Fall des Eisernen Vorhangs, plötzlich sind wieder in großer Zahl Arbeitskräfte in Europa auf der westlichen Seite verfügbar. Und wir sehen ab da eine neue Form der Arbeitskräftewanderung, nämlich jetzt nicht mehr Süd-Nord, sondern Ost-West. Und eine Reaktivierung von Formen von Arbeit, die eine Zeit lang unter Anführungszeichen aus Mangel an verfügbaren Arbeitskräften ausgestorben war. Also sie konnten in den frühen 80er Jahren bürgerliche Hausfrauen jammern hören, dass es keine Perlen mehr gibt aus der jeweils eigenen ländlichen Peripherie und man daher einen Gutteil der Hausarbeit selber leisten müsste. Nach 1989 hat es plötzlich wieder in großer Zahl in Berlin und in Wien und in Frankfurt und in Brüssel polnische Putzfrauen, Kindermädchen aus der Ostslowakei, ungarische Pflegerinnen und so weiter gegeben. Ich dekliniere nur das. Das hat natürlich etwas mit dem Ende des Kommunismus, der Reisefreiheit, dem Fall des Eisernen Vorhangs zu tun. Und das hat sich bis heute in dieser Form erhalten. Das ist nicht wieder verschwunden. Das ist eine moderne Form, oft auch der Wanderarbeit, weil es sich hier um Verlagerung von Arbeitsplätzen handelt, ohne dass der Hauptwohnsitz zugleich mitverlagert würde. Und diese Arbeit funktioniert unter anderem deswegen auf diesem Lohn- oder Entlohnungsniveau, weil eben die vollen Lebenshaltungskosten, die es bei uns gibt, von diesen Menschen nicht getragen werden müssen, weil sie eben hier gar keinen festen Wohnsitz haben oder zum Teil im Haushalt der jeweiligen Dienst- oder Arbeitgeberin, Arbeitgebers wohnen, dort eben keine Wohnkosten anfallen, was ja natürlich beim Lohn gleich mit abgezogen wird und eben die Lebenshaltungskosten der jeweiligen Familien dieser Arbeitskräfte, ich sage jetzt mal östlich von Košice oder südlich von Peč oder in der Gegend von Bialystok eben geringer sind, als sie das im Westen sind. Nicht Leute, die hier einen Lebensunterhalt bestreiten und ihre Familie ernähren müssten, könnten zu diesen Tarifen überhaupt gar nicht arbeiten. Das Ganze wird auch regularisiert durch die Osterweiterung der EU. Ab 2004 sind alle diese Arbeitskräfte auch legal anwesend, auch wenn sie noch keinen legalen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Nach 2011 gibt es dann eben auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die dazu führt, dass es eben eine, sozusagen diese Beschäftigungen eigentlich legal sind. Das Irreguläre besteht aber darin, dass eben zum Teil unter Tarif oder ohne feste Anstellungsverhältnisse hier beschäftigt wird. Sie können einen guten Test machen, also vielleicht funktioniert das in Vorarlberg nicht so gut, aber sagen weiter im Osten Österreichs oder auch in einigen Teilen Deutschlands, wenn Leute über ihre Haushaltshilfen reden, fragen sie, ob sie wissen, wie diese Leute mit Familiennamen heißt. Also viele Menschen überlassen die Schlüssel ihrer Wohnung an Personen, von denen sie weder wissen, wo sie wohnen, noch wie sie heißen. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU, die sozusagen nichts mit dem Schengen-Raum zu tun hat, sondern sozusagen mit ein Recht ist, das EU-Bürgerinnen und Bürger seit den 1980er Jahren sozusagen eingeräumt bekommen, unabhängig davon, ob das Land zur Schengen-Zone gehört oder nicht, weil da geht es nicht um das Zeigen des Passes, sondern um den regulären Zugang zum Arbeitsmarkt, hat in den frühen 2000er Jahren zu einer sozusagen beträchtlichen Wanderungsbewegung auch innerhalb Europas geführt. Wir reden von etwa 1,3 Millionen Menschen, die jedes Jahr hier einen ordentlichen Wohnsitz gewechselt haben im Schnitt der letzten 15 Jahre. Und wir sprechen von einer sozusagen komplementären Wanderung natürlich auch von anderen Arbeitskräften in den EU- und Schengen-Raum hinein. Der machte in den frühen 2000er Jahren ungefähr zwischen 500.000 und 600.000 Personen aus, die für mehr als 12 Monate aus einem Nicht-EU-Land als Arbeitskräfte nach Europa gekommen sind. Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise
2009 bis 2011 ist diese Zahl enorm zurückgegangen auf etwa 200.000. Also wenn wir davon ausgehen, dass jedes Jahr etwa 2 Millionen Menschen in die EU-Staaten eingewandert sind die letzten Jahre, dann kann man sagen, davon war ein Viertel Arbeitskräftewanderung bis in das Jahr 2010. Und das ist auf etwa 10% vor 4 oder 5 Jahren zurückgegangen und hat sich dann erst in den Jahren 2018, 2019 wieder erholt, wo es wieder in diese Region etwa 500.000 zurückgegangen ist. Warum erwähne ich das? Weil uns das eine Vorstellung davon gibt, was die Auswirkungen der Covid-Krise und Rezession, in der wir uns gegenwärtig befinden, auf die Rekrutierung nicht zur EU-gehöriger Arbeitskräfte in Zukunft bewirken wird. Die Rezession, in der wir uns gegenwärtig befinden, frisst unter Anführungszeichen in Europa etwa doppelt so viel Bruttoinlandsprodukt, wie das die Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2009 bis 2011 gemacht hat. Die Arbeitslosigkeit ist nur deswegen nicht so stark gestiegen, weil eben das Instrument der Kurzarbeit diesmal viel sozusagen flächendeckender und aggressiver eingesetzt wird, als dies nach 2009 der Fall war. Aber das, unter der Annahme, dass es eine ganze Weile dauern wird, bis diese Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter und auch die gewachsene Zahl von Arbeitslosen von den heimischen Arbeitsmärkten wieder absorbiert werden können, können wir davon ausgehen oder können wir annehmen, dass der Bedarf an Nicht-EU-Staatsbürgern, die neu rekrutiert werden in den kommenden Jahren, und ich würde davon 6, 7, 8 Jahren ausgehen, vielleicht bis zu 10 Jahren, sehr niedrig sein wird. Das beinhaltet ein enormes Konfliktpotenzial, weil zugleich in den Herkunftsländern dieser Menschen aufgrund ähnlicher, sozusagen sich verschlechternder wirtschaftlicher Situationen das Bedürfnis auszuwandern und woanders zu probieren, Geld zu verdienen, die eigene Familie zu ernähren, eher wachsen wird. Und daher kann man sich so ein Spannungsverhältnis zwischen mehr Abschottung auf unserer Seite und sozusagen stärkeren oder aggressiveren Versuchen, es doch irgendwie nach Europa zu schaffen, auf der anderen Seite durchaus vorstellen. Ja, ich erwähne das nur als ein Konflikt, der heute schon mit Händen zu greifen ist. Sozusagen die Empirie auf den Begriff gebracht, könnte man sagen, es gibt ja eine Theorie des gespaltenen oder auch dualen Arbeitsmarktes, mit der sich natürlich relativ gut auch die Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten erklären lässt. Es gibt auf der einen Seite qualifizierte Spezialistinnen und Spezialisten, die relativ mobil sind, denen wenig in den Weg gelegt wird. Hanno Löwy von Deutschland nach Österreich, Rainer Münz von Österreich nach Deutschland oder dann zur Europäischen Union nach Brüssel. Das ist sozusagen der privilegierte Teil der Arbeitsmigrantinnen und Migranten. Das sind Leute, die über Qualifikation verfügen, gut bezahlt werden, immer nur reguläre Beschäftigungsverhältnisse vorfinden, dort, wohin sie rekrutiert werden. Dazu gehören Führungskräfte von Firmen, sogenannte Intra-Company Transfers, also Leute, die bei derselben Firma, aber an verschiedenen Orten arbeiten und so weiter. Bis hin zu Krankenschwestern, die auf diese Art und Weise auch global, über globale Arbeitsmärkte rekrutiert werden. Dann gibt es eine Gruppe gering qualifizierter, die allerdings regulär beschäftigt sind, die, wenn Sie so wollen, halten einen Teil der Maschinerie am Laufen in jenen Bereichen und bei jenen Jobs und in jenen Einkommensgruppen, die für Einheimische zumindest unter guten Bedingungen unattraktiv sind. Also das reicht sozusagen in größeren Städten vom Taxifahren über Hausmeister, Leute, die also sozusagen Häuser in Schuss halten, Security-Personal auf bestimmten Levels, wo eben weniger qualifizierte, zumindest also formellen Skills nach weniger qualifizierte ausländische zugewanderte Arbeitskräfte oder deren Kinder hier tätig sind. Das sind reguläre Beschäftigungsverhältnisse und es handelt sich überwiegend um Leute, die über einen permanenten oder über einen längerfristigen Aufenthaltstitel verfügen. Dann gibt es
Qualifizierte und weniger Qualifizierte, die temporär und zirkulär zum Einsatz kommen. Dazu gehören zum Beispiel die schlecht bezahlten, aber durchaus qualifizierten Pflegekräfte, die in Österreich zum Einsatz kommen. Es gibt relativ viel Cross-Border-Beschäftigung, also auch das muss ich in Vorarlberg nicht erzählen. Wir blicken ja auf eine lange Tradition zurück, dass Vorarlbergerinnen und Vorarlberger aufgrund des höheren Lohnniveaus und der besseren Arbeitsbedingungen in die Schweiz arbeiten gegangen sind oder auch nach Liechtenstein. Gelegentlich auch Fälle, wo das in der Gegenrichtung der Fall war, aber im Osten Österreichs eine starke Verflechtung mit sozusagen Südmähren, der Westslowakei und Westungarn. Ich war ja, Anne-Löwy hat das ja erwähnt, eine Zeit lang für die Erste Bank in Wien tätig. Etliche Beschäftigte, die ihren Hauptwohnsitz in Bratislava oder in Sopron oder anderen Orten, sozusagen jenseits der Grenze in der Slowakei und in Ungarn hatten, die eben auf täglicher Basis ins Hauptquartier nach Wien gependelt sind und da gearbeitet haben. Bei Gesundheitskräften eine ähnliche Situation. Dann gibt es Geringqualifizierte, die temporär beschäftigt sind. Also Erntearbeit in Österreich beruht auf dieser Basis. Und sozusagen, das ist ja im letzten Jahr deutlich geworden, wo eben durch Reisebeschränkungen während der Covid-Krise ja noch einmal diese sozusagen Abhängigkeit von mobilen Arbeitskräften eben im Agrarbereich, aber auch bei der mobilen Pflege noch einmal deutlich geworden ist, schockartig, weil einfach die Grenze geschlossen war und man nicht kommen konnte. Und eben sich das interessante Bild geboten hat, dass Landwirte eigentlich sehr zögerlich waren, arbeitslose oder arbeitsbereite inländische Arbeitskräfte hier in diesem selben Bereich einzusetzen. Da gibt es zwei Dinge dazu zu sagen. Zum einen die Vermutung, die vielleicht auch nicht ganz falsch ist, dass zu diesem Lohn und zu diesen Arbeitsbedingungen die einheimischen Arbeitskräfte möglicherweise nicht lange dort bereit gewesen wären zu arbeiten. Oder auch, dass man eigentlich nicht wollte, dass den Einheimischen diese Arbeitsbedingungen sozusagen so näher bekannt werden. Zum anderen aber etwas, was im letzten Jahr nicht diskutiert wurde, dass die Beschäftigung von Erntehelferinnen und Erntehelfern, die sie beschäftigenden Arbeitgeber auf der agrarischen Seite davon befreien, Sozialabgaben leisten zu müssen. Die können also ohne eben hier sozialversichert zu sein mit einer schlichten Unfallversicherung eben hier betätigt sein, sodass, wenn ich sozusagen eine ausländische Arbeitskraft aus Rumänien habe, legal hier beschäftigt, EU-Bürgerin oder Bürger, und eine inländische Arbeitskraft habe, die rumänische ausländische Arbeitskraft jedenfalls billiger ist, weil ich inländische Erntehelfer nicht ohne Sozialversicherung beschäftigen darf. Nicht? Und das ist, führt zu einem sozusagen fehlenden Level Playing Field. Das erklärt, warum bei stark wachsender Arbeitslosigkeit in Österreich per Flugzeug rumänische Erntehelferinnen und Helfer nach Österreich, polnische Erntehelferinnen und Helfer nach Deutschland eingeflogen wurden und Ähnliches. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Debatten. Und dann gibt es eine Gruppe von Personen, die prekär, irregulär hier sind und die ebenfalls natürlich hier prekär beschäftigt werden oder werden können. Die Funktion des geteilten Arbeitsmarktes besteht ja darin, sozusagen am oberen Ende gibt es ganz klar Produktivitätsgewinne durch eine bessere Allokation von Expertinnen und Experten. Also ein Arzt, der oder eine Ärztin, die aus Westafrika nach Europa kommt und hier zu arbeiten beginnt, oder auch eine Krankenschwester, sozusagen ist ein deutlicher Gewinn für das Zielland, aber ist natürlich auch ein deutlicher Gewinn für diese Person, die verdient 10-mal so viel wie dort, wo sie herkommt. Ja? Und das hat aber natürlich eben sozusagen mit dem Wert oder dem Preis dieser Leistung zu tun, die von diesen Personen erbracht wird. Oder wenn es zu einem Bottleneck kommt, ich sage jetzt mal, ein Architekturbüro hat einen großen Auftrag und da fehlen Leute, die fehlen technische Zeichner oder Computeringenieure, die also in der Lage sind, dann ein 3D-Modell zu machen, sieht man, wie viel sozusagen BIP verloren geht, wenn dieser Auftrag erst, 3 Monate später zu Ende gebracht werden kann. Daher
Deswegen gibt es in diesem fungiblen, flexiblen Arbeitsmarkt eben dann auch hohe Prämien für Leute, die da einspringen. Und es ist ja in der Regel ein Gewinn für den Sozialstaat, weil diese Leute hier Steuern und Abgaben zahlen, viele von denen aber nie in die Lage kommen, eine Leistung von dem Sozialstaat in Anspruch zu nehmen. Auf dem Low-End dieser Ausländerbeschäftigung gibt es vor allem einen Wohlfahrtsgewinn für die Einheimischen. Also wenn Sie für ein paar hundert Euro im Monat rekrutieren können, wenn Sie in der Lage sind, Haushaltshilfen oder auch Kinderbetreuung für ein paar hundert Euro im Monat zu organisieren, dann macht das Ihr eigenes Einkommen auf der Kaufkraftseite in diesem Segment einfach wertvoller. Und da es in den meisten dieser Bereiche keine etablierte inländische Arbeitskraft gibt, die gewerkschaftlich organisiert wäre oder von der Arbeiterkammer vertreten würde, gibt es sozusagen hier auch keine konkurrierenden Interessen. Und deswegen ist die Politik auch nicht daran interessiert, diese Schwarzarbeitsmärkte anzugehen und, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, trocken zu legen. Es hat noch nie Razzien in österreichischen oder deutschen oder französischen oder belgischen Privathaushalten gegeben, wo danach geschaut wurde, ob die kinderbetreuenden Damen und Herren, meistens Damen, irgendwie legal anwesend und legal beschäftigt sind. Es gibt geringere Kosten daher sozusagen in der Landwirtschaft für Lebensmittel, geringere Kosten für Pflege, für den eigenen Haushalt. Oder solche Helferinnen und Helfer sind oft überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass bei Paaren, die Kinder haben, eben dann beide Partner arbeiten gehen können und trotzdem Kinder haben. Selbst im Baubereich, wo es inländische Gewerbe, also sozusagen Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter gibt, die gewerkschaftlich organisiert sein können und von Arbeiterkammern oder Arbeitnehmerinteressenvertretern, Vertreterinnen vertreten werden, gibt es immer noch das Argument der Baukosten, wo auch private und öffentliche Bauherren oft ein Interesse haben, eher die Baukosten zu senken, als eben den Tarifvertrag hier durchzusetzen. Das ist sozusagen, wenn man so will, politisch. Es hat damit zu tun, dass die prekär Beschäftigten nicht in der Lage sind, sich an der Urne sozusagen gegen diese Behandlung zu wehren, während man doch von einer gewissen Dankbarkeit der inländischen Wählerinnen und Wähler ausgehen kann, denen diese Ausbeutungsmöglichkeiten oder diese günstigen Beschaffungsmöglichkeiten eben geboten werden. Das sieht man nicht zuletzt an der Debatte, die eben jetzt angestoßen wurde bei der Frage der Agrarpolitik. Etwas, was ich in meiner Zeit in Brüssel immer wieder gefordert habe, nämlich dass die Auszahlung europäischer Agrarbeihilfen, die ja aus dem EU-Budget finanziert werden und nicht aus den nationalen Budgets, an die Einhaltung von sozialen Mindeststandards in der Landwirtschaft geknüpft werden. Sie wissen, dass es heute in großen Industriebetrieben oder Textil-, Kleiderbetrieben Corporate Social Responsibility gibt, wo also geschaut wird, ob Fußbälle nicht doch durch Kinderarbeit hergestellt wurden, dass Textilarbeiterinnen in Bangladesch nicht durch Färbemittel vergiftet werden und so weiter. Da gibt es also eine Social Responsibility-Kette. Wenn Sie aber in den Supermarkt gehen und ein Kilo Tomaten um 1 Euro kaufen, können Sie sicher sein, dass da irgendwo ein Ausbeutungsverhältnis am Ende steht. Also wir haben Biogütesiegel, ja, zwischen 15% der in Österreich verkauften Lebensmittel fallen da im weiteren Sinn darunter. Aber es gibt keinerlei Garantie, dass die Lebensmittel, die Sie konsumieren, insbesondere sozusagen solche, die saisonal hergestellt werden, das kann vom gestochenen Spargel über die Bio-Erdbeere, Bio-Heidelbeere eben bis zum Rind, Jungrind gehen, das eben von ausländischen Arbeitskräften in einem Schlachthof geschlachtet wird, dass dort die Arbeitsbedingungen und die Entlohnungsbedingungen auch nur ansatzweise fair geregelt sind. Je billiger das Produkt ist, umso mehr ist davon auszugehen, dass das nicht der Fall ist. Bei, wie gesagt, Tomaten um 1 Euro pro Kilogramm oder Äpfeln um 1 Euro pro Kilogramm kann das gar nicht der Fall sein. Es ist undenkbar, dass es hier eine faire Entlohnung und eine Gewinnspanne für den sozusagen Händler oder die Handelskette und auch noch einen Profit für den Bauern gibt. Also da zahlt irgendjemand drauf. Und
Deswegen ist die Beschäftigung irregulärer Personen unter diesen Bedingungen funktional, weil man diesen Personen gar kein reguläres Gehalt zahlen muss und kann, weil für sie keine Sozialabgaben anfallen, weil sie ja außerhalb des Systems, dieses Systems stehen. Und weil das sozusagen etwas ist, was, sage ich jetzt mal, das Preisniveau und damit auch die Inflation bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle hält. Und das ist der Hauptgrund, warum eben Rechtsstaaten und Sozialstaaten wie der österreichische oder der deutsche oder der belgische oder der niederländische bereit sind, das zu tolerieren und zu akzeptieren. Und die Widerstände, die ja gegen diesen Vorschlag der portugiesischen EU-Präsidentschaft und einer, sozusagen dem Vorschlag des Parlaments kommen, haben ja genau mit diesem Thema zu tun. Lassen Sie mich enden mit der sozusagen Wahrnehmung, dass die Covid-Krise manches davon eben erlaubt hat zu thematisieren, ans Licht bringt, die Abhängigkeit von grenzüberschreitender Arbeitspendelwanderung, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen, die als Erntehelferinnen und Erntehelfer arbeiten, Lebens- und Arbeitsbedingungen von Personen, die als Wanderarbeiter an Schlachthöfen tätig sind, auch das Gesundheitsrisiko, das mit eben der Existenz irregulärer Migrantinnen und Migranten zu tun hat, die eben außerhalb der sozusagen Meldesysteme daher auch kaum getestet werden können, schon gar nicht auf einer Impfliste stehen. Das Bedauerliche ist es, dass es die Gesundheitsrisiken für die Mehrheitsbevölkerung sind, die das ins Bewusstsein heben und nicht die Vorstellung, dass auch diese Menschen menschenwürdige Arbeits-, Lebens- und Entlohnungsbedingungen verdienen. Ja, also es ist sozusagen die Sorge um die Gesundheit der Mehrheitsgesellschaft, die das ins Licht rückt und nicht die Vorstellung, dass der Kollektivvertrag für alle gelten sollte und nicht nur für die, die eben sozusagen in privilegierter Position darum sozusagen kämpfen können oder wo andere um sie kämpfen können. Und mein Verdacht ist, dass dieses Interesse in dem Moment, wo die meisten geimpft sind, wieder verdämmern wird und sozusagen der Missbrauch oder die missbräuchliche sozusagen Reduktion von Einkommensmöglichkeiten für eben Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, aber auch eben sozusagen Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter wieder aufleben. Aber ich würde mich gerne in diesem Zusammenhang eines Besseren belehren lassen. In diesem Sinn danke für Ihre Aufmerksamkeit, sowohl hier im Raum als auch natürlich an den Endgeräten zu Hause. Erstmal. So, jetzt hört man mich auch. Ich werde das mit dem Chat sagen. Also, ja, es gibt nicht nur hier im Raum Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Beiträge zu geben, sondern eben auch im Chat auf Zoom. Da sind schon einige, die sich äußern, bis jetzt allerdings immer nur mit dem durchaus zutreffenden Kommentar eben, dass man nichts hört. Aber das Thema hätten wir jetzt zumindest schon mal lösen können.
Nein, du hast ja darauf hingewiesen, dass es sozusagen das Low-End wirklich wahrscheinlich die Erntehelfer und Erntehelferinnen sind. Auch das ist von Land zu Land natürlich unterschiedlich, insofern als die in Österreich oder wie du sagst Deutschland eher aus Osteuropa stammen und zwar schlecht bezahlt sind, untertariflich bezahlt, schlecht untergebracht. Auch diese Pendelexistenz hat viele soziale Härten für die Familien. Also das ist sozusagen alles schlecht, während wenn man nach Südeuropa denkt, also nicht zuletzt an die ganz großen Agrarproduzenten in Spanien und in Italien, sind es ja tatsächlich, also nach dem Status her sozusagen oft nicht nur sozusagen prekäre, sondern illegale Arbeitsverhältnisse mit Menschen, die irregulär oder wie auch immer als Flüchtlinge, Armutsflüchtlinge oder tatsächlich vor Verfolgung geflohene Menschen, die über das Mittelmeer irgendwie nach Südeuropa kommen und dort arbeiten und das eben sozusagen unter noch viel schlimmeren Bedingungen, als das in Österreich vielleicht der Fall ist oder in Deutschland. Und zwar auch wieder, was alles anbetrifft, von der Unterbringung bis zu den Arbeitsbedingungen, den Arbeitszeiten und der Entlohnung. Gerade darauf zielt ja jetzt diese EU-Initiative von Portugal und einigen im EU-Parlament. Der Widerstand dagegen ist stark. Kommt interessanterweise, vielleicht hast du dazu auch etwas Aufklärendes zu sagen, nicht aus Italien oder Spanien, sondern aus vielen osteuropäischen Ländern, aus Belgien, nicht aus den Niederlanden komischerweise und aus Österreich allen voran. Kannst du das erklären, welche Länder mit welchem Interesse dort, du musst nur dein Mikro holen, welche Länder dort auch mit welchem Interesse versuchen, etwas an dieser Situation zu ändern oder gerade das zu verhindern? Das fällt mir schwer. Also ich habe den Widerstand, wie ich noch bei der Europäischen Kommission beschäftigt war, in der sozusagen Generaldirektion für Landwirtschaft, DG Agri, selber sozusagen schon wahrgenommen. Das, der kam auch von innerhalb mit dem Argument, dass wenn man dort tarifvertragliche Strukturen und eine Beschäftigung unter Sozialversicherungspflicht einführen würde, dass das bestimmte europäische Landwirte nicht überleben würden. Also dass das zu einer noch stärkeren Konzentration des Agrarbesitzes in der Hand sozusagen von großen Landwirtschaftsbetrieben bedeuten würde. Das ist das übliche Argument, das kommt, wenn man Kritik an der Agrarpolitik äußert, dass man dann sagt, aha, du bist ein Feind der bäuerlichen Familienbetriebe und das wird die letzten Kleinbauern sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes vom Feld jagen. Das übersieht, dass schon heute 20% der Agrarproduzenten 80% der Förderung bekommen und dass auch Betriebe gefördert werden, die produktiv genug sind, um das nicht nötig zu haben und dass diesen Betrieben ermöglicht, ihre Preise zu senken, um diese sozusagen Förderung, die sie bekommen, weil damit sozusagen der Preis nach unten subventioniert werden kann und dieses Senken des Preisniveaus durch hochproduktive Betriebe natürlich erst recht dazu führt, dass bäuerliche Kleinbetriebe aus dem Markt gedrängt werden, weil sie zu diesen heruntersubventionierten Betrieben selber trotz Förderung nicht kostendeckend arbeiten können. Ja? Es ist ja interessanterweise so, dass jetzt in der jetzigen Debatte gerade die Kleinbetriebe diese Forderungen eigentlich der EU unterstützen. Ja, weil natürlich, wenn man die Großbetriebe zwingt, alle diese Regelungen einzuhalten, dann hilft das Kleinbetrieben, die überhaupt gar keine fremden Arbeitskräfte beschäftigen und nimmt diesen komparativen Wettbewerbsvorteil, den Großbetriebe haben, ein Stück weit zurück. Ja, und das ist einfach die Situation, die wir schon haben, und zwar unabhängig sozusagen von der Covid-Krise. Ja. Aber die großen Agrarbetriebe haben die bessere Lobby und das Interessante ist ja, dass die Landwirtschaftskammern eben eher deren Interessen als die der Kleinen vertreten. So ähnlich wie wir vergeblich, also es ist ja auch dafür gesorgt in Österreich, dass Landarbeiter nicht von der Arbeiterkammer vertreten werden, das eigene Landarbeiterkammern,
Und unter den Bedingungen, die wir im Moment haben, ist ja ein Großteil der Landarbeiter dort nicht eben vertreten, weil die eben als Saisonarbeitskräfte sozusagen nicht stimmberechtigt sind und daher auch nicht vertreten werden. Sodass oft die Landarbeiterkammern auch eher die Agrarinteressen als die Interessen der dort prekär Beschäftigten irgendwie vertreten würden. Ja? Das ist eine historisch gewachsene Situation. Eigentlich gehören die Landarbeiterkammern mit den Arbeiterkammern verschmolzen. Es gibt keinen Grund für eine separate Behandlung. So historisch, wenn man gesagt hat, Arbeiterkammern sind rot und die Landarbeiter sollen doch bitte davor bewahrt werden, hier jetzt in die sozialdemokratische Reichshälfte abwandern zu müssen. Ich rede von Österreich. Aber ja, es gibt keinen sachlichen Grund. Ob das zu einer besseren Vertretung führen würde, weiß ich nicht. Es ist der Arbeiterkammer, sage ich jetzt mal, auch erst nach einer aus völlig anderen Gründen gehaltenen Razzia bei dem Betrieb Hygiene Austria südlich von Wien in Niederösterreich aufgefallen, dass dort nur 16 regulär angemeldete Beschäftigte bei der Firma selber beschäftigt waren und mehrere hundert über Subcontractor und Arbeitsüberlassungsagenturen beschäftigte Personen, die zum Teil schon seit November kein Gehalt mehr bezogen haben. Das in einer Zeit, wo ja angeblich die Versorgung mit qualitativ hochwertigen Masken zu den Prioritäten gehört. Ja. Also auch hier erst eine Razzia, die aus völlig anderen Gründen durchgeführt wird, nämlich wegen hygienischer Bedenken, Qualitätsbedenken gegenüber, fördert diese Arbeitsbedingungen zutage. Also ich sage es, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass diese Leute keine Stimme haben, nicht zum politischen Prozess gehören und sich an der Urne nicht gegen ihre Behandlung in dem sozusagen Gast- oder Zielland zur Wehr setzen können. Das spielt, glaube ich, politisch eine ganz wichtige Rolle. Und es sind interessanterweise immerhin zu einem großen Teil hier, wenn wir hier reden, EU-Bürger immerhin, Bürgerinnen. Wenn man eben an Italien oder vor allem an Spanien denkt, haben wir es tatsächlich mit Flüchtlingen aus Afrika vor allem zu tun, die dort komplett ohne jeden gesellschaftlichen Status oder legalen Schutz von was auch immer zum großen Teil, mittlerweile gibt es sozusagen Versuche, dort etwas zu ändern, arbeiten. Wird sich das in Zukunft in der Richtung entwickeln, dass diese Länder ein Interesse haben werden, quasi das Mittelmeer zu einer ähnlich durchlässigen Grenze doch zu machen, wie das zu Osteuropa der Fall ist, um dieses Arbeitskräftereservoir auf eine andere Art und Weise doch zu halten in Spanien und Italien? Das ist ein utopischer Gedanke, aber der ist mir in den letzten Tagen immer wieder gekommen, weil wenn der Druck wachsen wird, Arbeitsverhältnisse zu legalisieren, dort für die Produktion und die ganze Produktion hängt von diesen Arbeitskräften ab, wird vielleicht auch der Druck wachsen, sozusagen eine neue Art von Agreement mit diesen Staaten, aus denen die Menschen kommen, zu schließen. Also in Spanien haben wir eine längere Tradition der Rekrutierung legaler Arbeitskräfte aus Marokko. Die ist nach der Wirtschafts- und Finanzkrise, die Spanien ja, wo es ja eine große, sagt man, Häusermarkt, Real Estate Bubble gegeben hat, die geplatzt ist, sozusagen dann zurückgefahren worden, weil es einfach so viele spanische Arbeitslose damals gegeben hat. Aber Spanien und Marokko hatten eigentlich da sozusagen einen relativ sozusagen funktionierenden Austausch. Was in der Zwischenzeit dazugekommen ist, ist eine starke Zuwanderung aus Lateinamerika, die damit zu tun hat, dass Personen aus Venezuela, Kolumbien, Guatemala, Honduras und El Salvador visumfrei in die USA, nach Europa einreisen dürfen, aber nicht in die USA, was dazu führt, dass wir hunderttausende Asylanträge aus diesen lateinamerikanischen Staaten haben. Die sind überwiegend nach Spanien und Portugal, in kleinerem Teil auch nach Frankreich gekommen, haben dort um Asyl angesucht. Das wurde von diesen Ländern in der Regel auch gewährt, sodass es dort natürlich Arbeitskräfte gibt, die den Vorteil haben, dass sie Spanisch oder Portugiesisch sprechen oder Portugiesisch relativ leicht lernen können, weil sie schon Spanisch können oder in Südfrankreich irgendwie auch sprachlich schneller Fuß fassen, als das bei
der gegenwärtigen Generation weniger gebildeter Marokkaner der Fall ist, weil dort eben Französisch nicht mehr so im Bildungssystem dominiert, während ab einem bestimmten Level der Erziehung Marokkaner alle in der Regel fließend Französisch können, mit sozusagen, wie sagt man, Matura oder Hochschulabschluss finden sie praktisch durchgängig Menschen, die Französisch können. Auch in Algerien der Fall, in Tunesien, wo es sozusagen eine starke frankophone Orientierung im Bildungssystem gibt. Für die spanischen Agrarproduzenten ist es allerdings nach dem Jahr 2013 einfacher geworden, Arbeitskräfte aus Rumänien zu rekrutieren, weil es da kein, wie sagt man, behördliches Paperwork gibt. Das sind EU-Bürgerinnen und Bürger, die konnten einfach gegen sozusagen Anmeldung angestellt werden. Und das war einfacher, als eben Marokkaner zu bringen, wo eben erst ein Antrag auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis gestellt werden dürfte. Und so fand man einen Ersatz nordafrikanischer Arbeitskräfte, die oft nur wenige Dutzend Kilometer von der spanischen Südküste auf der anderen Seite im Norden Marokkos im Riff gelebt haben, durch, ich sage jetzt mal, rumänische und moldawische beschäftigte Stadt, die wiederum den Vorteil haben, romanische Sprache, leichteres Erlernen von Spanisch, schnellere sozusagen Fungibilität, Einarbeitung, zumindest einfache Kommandos, schnell sozusagen verstehend, was eben von spanischen Arbeitgebern als Vorteil gesehen wurde. Auch dort ist die Frage, wie das mit den Sozialabgaben ist, ja oft auch etwas, was sozusagen nicht immer hundertprozentig irgendwie die Regeln da erfüllt wurden. Die Situation der süditalienischen Landwirtschaft ist speziell, weil dort eben durch den Zuzug von Afrikanerinnen und Afrikanern, die übrigens sehr wohl über einen Status verfügen, weil die in der Regel einen Asylantrag stellen, aber diese Asylverfahren dann 7 bis 10 Jahre dauern, nicht entschieden werden. Und selbst wenn sie negativ entschieden sind, es sozusagen keine Rückführung dieser Personen in ihr Heimatland gibt, eben sehr stark sich die Landwirtschaft auf die Beschäftigung dieser Personen eingestellt hat. Die werden in der Regel von mafiösen Strukturen rekrutiert, die also sozusagen die Mafia rekrutiert diese Leute, organisiert deren Transport von schrecklichen Unterkünften zu den jeweiligen Arbeitgebern, ist eine Form der Arbeitsüberlassung und streift einen Teil des Lohnes als Vermittlungsgebühr oder auch als Miete für diese schrecklichen Zelte und Behausungen ein. Aber wie gesagt, das können Sie sehen, wenn Sie im Supermarkt aufmerksam durchgehen und sich die Lebensmittelpreise anschauen, das sozusagen reflektiert das. Ja? Das ist überhaupt keine Frage. Das gilt für diverse andere Lebensmittel auch. Ja, ich würde jetzt gerne Sie alle einladen. Ich würde da das Mikro jetzt mal dir geben. Wir können hier mit einem operieren, aber auch die Fragen können wir nur hören. Mit oder ohne Maske? Mit, man hört mich so oder so. Ich hatte das Gefühl, dass Corona dazu beigetragen hat, dass die Preise in den Supermärkten aber eher gestiegen sind als gesunken. Hat das damit zu tun, dass weniger ausländische Arbeitskräfte aus nicht-europäischen Ländern in diesen Branchen tätig waren? Welche Preise sind gestiegen? Die Preise in den Supermärkten generell sind durch Corona meiner Meinung nach gestiegen, also 10 bis ungefähr 20%. Hat das was damit zu tun, dass weniger Arbeitskräfte aus nicht-europäischen Ländern nach Europa gekommen sind? Das kann ich so nicht sagen. Es kann jedenfalls sein, dass bestimmte Lieferketten nicht mehr so smooth funktionieren, weil es sagen, da Unterbrechungen in den Lieferketten gibt. Aus den bekannten Gründen, weil eben es jetzt wieder nicht aus Passgründen, sondern aus hygienischen Gründen Grenzkontrollen gibt, auch innerhalb der EU Lastwagen aufgehalten werden und so weiter. Also das kann
sozusagen dieses frische Thema auf den Tisch bringen, gerade in Supermärkten, die eben Lebensmittel verkaufen. Und das ist jedenfalls Preissteigerung, weil sozusagen diese Just-in-Time-Delivery eben nicht mehr so gut funktioniert. Das muss auch zu Preissteigerungen in anderen Bereichen, ich sage jetzt mal Autoindustrie, ein Stichwort, wo diese Just-in-Time-Produktion nicht funktioniert, weil es führt dazu, dass mehr Lagerkosten entstehen, wenn nicht Just-in-Time geliefert werden kann, sondern man immer einen Puffer haben muss, damit die Ware in der Früh jedenfalls da ist, man eben nicht sagen kann, die wird um 6 geliefert, damit sie um 8 sozusagen schon in der Auslage liegt, sondern muss unbedingt schon am Vortag geliefert werden, entstehen sozusagen Lagerhaltungskosten. Es wird wahrscheinlich mehr weggeworfen, weil eben das Ende dieser Verbrauchs- oder Verkaufsfrist schneller erreicht ist, wenn die Ware vorher schon auf Lager liegt oder länger transportiert wird. Also das sind Preistreiber, die etwas mit der Logistik zu tun haben, die eben behindert ist. Ich habe eine ökonomische These dazu. Die Leute haben mehr Geld im Supermarkt ausgegeben, weil sie woanders nicht so viel ausgeben konnten. Also ich glaube, dass tatsächlich auch das Konsumverhalten sich in dieser Zeit einfach geändert hat. Also man merkte plötzlich, wie sehr den Leuten es fehlt, Geld ausgeben zu können, und man hat es dort getan, wo man konnte. Und das Lebensmittelgeschäft hatte auf. Ja, das würde ich nicht ausschließen. Aber trotzdem, ich meine, die Sorge, dass eben Unterbrechung von Logistikketten die Preise in die Höhe treibt, die findest du eben, wie gesagt, nicht zuletzt in der Autoindustrie, wo das ja mit Brexit ein ganz starkes Argument ist. Ja, oder auch die Fische, die jetzt aus Schottland nicht mehr so schnell nach Frankreich geliefert werden können. Wenn die Hälfte davon am Pariser Markt schlecht ist, weil weggeworfen werden muss, dann muss der Fischpreis angehoben werden, weil die schottischen Fischer ja nicht sozusagen für nichts in Zukunft dann zum Fischen gehen. Und dort ist ausschließlich der Brexit schuld und irgendwie Lebensmittelkontrollen, ja, die natürlich auch mit Gesundheitsbedenken zu tun haben. Also ein Beispiel. Hast du wirklich alle Fragen schon beantwortet, bevor sie überhaupt gestellt wurden? Ich meine, eine Prognose, die du gewagt hast, war natürlich die, dass einfach allein sozusagen das die wirtschaftliche Bremse, die mit diesen bald dann 2 Jahren, die es irgendwie sein werden, in Summe Covid-19-Krise mal mindestens einhergeht, zunächst mal einfach Arbeitsplätze langfristig vernichtet hat. In manchen prekären Bereichen wird das vermutlich aber doch nicht durchschlagen. Also ich sage mal, der Bedarf an Heimpflege, Erntehilfern, gut, vielleicht wird der Bedarf an Schlachthofmitarbeitern im schlechten bezahlten Segment sinken, weil die Leute vernünftiger werden, aber auch daran glaube ich nicht wirklich. Also gerade in diesen ganz prekären Bereichen wird der Bedarf an Arbeitskraft wahrscheinlich ja nicht sinken. Also wie wird das in Zukunft diskutiert werden? Ich meine, da ist diese EU-Initiative jetzt in Bezug auf Erntehelfer ein erstes Zeichen, aber es gibt sozusagen viele Bereiche, in denen das schlagend werden könnte, dass da politisches Bewusstsein jetzt in diesem Jahr gewachsen ist. Werden solche Initiativen wie die EU-Initiative denn dann doch irgendwann Erfolg haben? Oder werden die an solchen Blockaden wie jetzt im Moment scheitern? Also sozusagen auf dem Arbeitsmarkt, genauso wie auf den Güter- und Dienstleistungsmärkten, die jeweils sozusagen da dazugehören zu diesen Arbeitsmärkten, unterscheidet man ja zwischen Dingen, die substituiert werden können durch technischen Fortschritt, die substituiert werden können durch Verlagerung in Länder mit niedrigerem Lohnniveau, Sozialstandards, Umweltstandards oder was auch immer, und den Dingen, von denen wir zumindest denken im Moment, dass sie nicht transferiert werden können. Das gilt übrigens für die Altenpflege nur, wenn man davon ausgeht, dass die Alten bei uns gepflegt werden müssen. Nicht in Japan gibt es ja, wo ja es eine starke sozusagen Bewegung gegen jede Form der Zuwanderung gibt, natürlich die Tendenz zu sagen, die alten Leute sollen ihren Lebensabend auf den Philippinen verbringen. Man zahlt den Leuten ein One-Way-Ticket
Und das ist natürlich günstiger, wenn die dann eben auf den Philippinen gepflegt werden, als wenn wir Philippinen nach Japan bringen, die die Alten bei uns pflegen. Also selbst da gäbe es die Möglichkeit einer sozusagen globalen Auslagerung dieser Arbeit. Das ist natürlich in Österreich nicht mehrheitsfähig, aber in Japan sehr wohl, weil man dort sagt, das Wichtigste ist, dass es keine Einwanderung gibt. Ja, das ist als Ziel sozusagen drüber, obwohl wir eine alternde und schrumpfende Gesellschaft sind. Uns ist die Reinhaltung unserer Kultur und, wird nicht gesagt, aber DNA so wichtig, dass wir eben Zuwanderung unter möglichst allen Bedingungen vermeiden wollen. Und wir sind bereit, in Kauf zu nehmen. Wir sind dafür, einen Preis zu zahlen. Bei uns ist die Haltung ja ambivalenter, weil wir einerseits ja sozusagen oft verbal dann sagen, keine Zuwanderung, aber den Preis, so Preise, wie ich sie gerade genannt habe, inklusive ein höheres Pensionsalter, man natürlich dann nicht so gerne zahlen würde. Jetzt ist das ein Moment weggeschoben, weil durch diese Massenarbeitslosigkeit und Kurzarbeit in Europa diese sozusagen Mangel an Arbeitskräften jetzt eine Weile nicht schlagend werden wird, zumindest quantitativ insgesamt nicht. Das wird jetzt wieder 5, 6, 7 Jahre brauchen, bis wir wieder dahin kommen. In der Zeit wird ein Gutteil der Babyboomer in Pension gehen und dann sozusagen nachher die Lücke wird sich vergrößern, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber es gibt weiterhin Bereiche, die wir tatsächlich sozusagen, wo wir nicht bereit sind, Dienstleistungspreise und Löhne zu bezahlen, die es für inländische Arbeitskräfte ausreichend attraktiv machen würden. Der Medizinbereich ist ein guter, wo man sich das noch einmal vor Augen führen kann. Für Krankenschwestern zu Beginn ihrer Karriere und für Jungärztinnen und Ärzte sind die Arbeitsbedingungen gleich unattraktiv. Es gibt Nachtdienste, es gibt Wochenenddienste, die Eingangsgehälter sind nicht wahnsinnig hoch. Trotzdem haben wir keinen massiven Ärztemangel, weil die meisten jungen Ärztinnen und Ärzte wissen, das ist eine vorübergehende Periode, die man sozusagen an die Ausbildung anschließen muss. Und aus der wachse ich heraus in eine Zone, in der ich sozusagen in der Hierarchie aufsteige, in der ich im Lohnniveau aufsteige und in der ich in eine Zone komme, wo ich Privatpatienten möglicherweise behandeln kann und über ein privates Liquidationsrecht verfüge und eben mir ein ausreichendes Einkommen, oft mehr als ausreichendes Einkommen, mir verschaffen kann. Das ist die Erwartung, mit der die meisten Ärztinnen und Ärzte in diesen Beruf gehen und warum sie bereit sind, Nachtdienste, Wochenenddienste und Ähnliches zu machen. Es ist natürlich familienfeindlich, ist nicht attraktiv, es ist vielleicht bindet nicht gerade die Partnerin oder den Partner, den man zu der Zeit hat, besser an einen, wenn man am Wochenende und in der Nacht nicht zu Hause ist. Aber kann man sagen, das ist ein, sozusagen, da muss ich durch. Für eine Krankenschwester besteht überhaupt keine Chance, in der Hierarchie aufzusteigen. Vielleicht ist eine von denen, die Pflegedienstleiterin ist, aber das ist sozusagen eine von 50 oder 100 oder 500 in einem Spital. Und es gibt keine Aussicht, dass sich an diesen Arbeitsbedingungen etwas ändert im Laufe der Karriere. Und deswegen bilden wir zwar in Österreich Krankenschwestern aus, aber die Verweildauer dieser inländischen Krankenschwestern in dem Gesundheitssystem ist vergleichsweise kurz, weil irgendwann dann der Punkt kommt, wo, weiß nicht, eben dann der Freund oder Ehemann sagt, also jetzt entweder oder das, ja, also zu dem Gehalt, das du da bekommst, lohnt sich das nicht oder was auch immer. Also jedenfalls die Entscheidung dann zugunsten der Familiengründung in einer Familie fällt und eigenen Kindern. Und das ist der Grund, warum es so viele ausländische Beschäftigte im Gesundheitswesen gibt zu diesen Bedingungen, weil sich das eben für Inländerinnen und Inländer mit der Perspektive, dass sich nichts daran ändern wird über die Zeit, zu den in Österreich sozusagen vorherrschenden Lebenshaltungskosten nicht lohnt, unattraktiv ist. Wenn ich aber unversorgte Kinder in einem Land habe, wo ich weiß nicht, meine Eltern dann die Kinder erziehen oder auf sie schauen, dann bin ich eben bereit, das zu tun. Es gibt ja viele der alten Pflegerinnen und Pfleger, viele der pendelnden Beschäftigten im Gesundheitswesen, aber auch viele der ausländischen Arbeitskräfte, die auf Dauer oder für längere Zeit in Österreich sind, haben ja Familien, sind ja keine Singles. Und wir produzieren natürlich eine Form von Sozialweisen durch diese Art von Arbeit, die wir hier organisieren. Ich sage es noch einmal, das rentiert sich vor allem deswegen, weil eine Integration dieser Leute nicht intendiert ist. Die leben sozusagen außerhalb dieser
Integrationserwartung, die wir ja sozusagen als Gesellschaft gegenüber ausländischen Zuwanderinnen und Zuwanderern ja in der Regel auch als Leitmotiv formulieren. Aber für einen Teil dieser Erwerbsbevölkerung ist eben diese Integrationserwartung nicht nur ausgesetzt, sondern sie wäre kontraproduktiv, weil dann dieses Lohnniveau dort nicht mehr aufrechtzuerhalten wäre. Oder die Erfahrung von Personen, die, was es in Österreich formell so nicht gegeben hat, aber in anderen Ländern Regularisierung, wo Leute aus der Illegalität herausgeholt werden und ihnen sozusagen Aufenthaltstitel gegeben werden. Gab es in der Schweiz, in Spanien, in Italien, einmal auch in Belgien sozusagen große Aktionen, wo es Zehntausende oder Hunderttausende Personen eben davon profitiert haben in Summe. Die Erfahrung, dass ein Teil der Leute, nachdem sie regularisiert waren, als nächstes ihre Jobs verloren haben. Weil natürlich die Arbeitgeber kein Interesse hatten, jetzt eine legal anwesende Person zu Tarifbedingungen oder Kollektivvertragsbedingungen zu beschäftigen. Erfahrungen aus Italien, wo Leute, das waren sozusagen dann vielleicht nicht permanent, nach einem Jahr sind diese Aufenthaltstitel erloschen, die hätte man erneuern müssen. Da gab es Leute, die haben sich selber, obwohl sie weiter in Italien geblieben sind, in die Illegalität zurückfallen lassen, um wieder auf diesem Arbeitsmarkt arbeiten zu können. Und das, ich meine, das zeigt diese ganze Prekarität. Die Legalisierung von Aufenthalt nützt nichts, wenn es keine entsprechenden Begleitmaßnahmen gibt, auch diese Schattenarbeit auf dem Arbeitsmarkt in Blick zu nehmen und in den Griff zu bekommen. Genf hat das versucht. Also der Kanton Genf hat vor nicht allzu langer Zeit, ist vielleicht 3 Jahre her, gesagt, also machen jetzt eine Regularisierungsaktion, aber dazu gibt es zugleich eine Aktion scharf gegen die illegale Beschäftigung dieser Personen. Ja. Ich habe bisher keine Berichte gelesen, wie effizient das wirklich war. Und da ging es im Wesentlichen um Portugiesinnen und Portugiesen, die eine sehr große Gruppe in Genf darstellen und die eben aus welchen Gründen auch immer da eben keine regulären Beschäftigungsbedingungen hatten. Oder vielleicht auch, weil sie gar keine Portugiesinnen und Portugiesen waren, sondern weit aus Brasilien gekommen sind oder was auch immer. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das war, aber da war jedenfalls eine Aktion, die eben gesagt hat, wir müssen beides gleichzeitig machen. Jetzt kann man natürlich von sehr wohlhabenden Genfer Bürgerinnen und Bürgern und von internationalen Beamten, die in Genf ja eine wichtige Rolle spielen, vielleicht auch verlangen, dass sie ihre Putzfrauen und Kinderbetreuungshilfen adäquat bezahlen. Aber es gibt eben Mittelklassehaushalte außerhalb von so Hochlohn- und Hocheinkommenszonen wie Genf, wo die Frage legale Beschäftigung oder irreguläre Beschäftigung den Unterschied zwischen tue ich oder tue ich nicht macht. Also manche Leute sparen einfach an diesen Personen, die sie beschäftigen. Aber es gibt Leute, die könnten sich die legale Beschäftigung nicht leisten. Ja? Also da kommt die Putzfrau nur, solange sie nicht angemeldet ist und für sie auch keine Einkommensteuern, Lohnsteuern abgeführt werden. Ja? Und ja, ich meine, ich sage es noch einmal, die Situation der 80er Jahre vor Öffnung, Fall des Eisernen Vorhangs und vor Ostöffnung, da war so eine Situation, wo es eben in Österreich kaum noch Putzfrauen gegeben hat oder damals in Frankfurt oder in Hamburg oder in München. Ja. Im Prinzip hast du jetzt auch noch mal sehr deutlich gemacht, dass diese Regularisierung, dass die Versuche, sozusagen Menschen eine Chance in einen besseren Status als Arbeitskraftanbietende zu kommen, eigentlich nur dann geht, wenn die Rahmenbedingungen geändert werden. Also diese portugiesische Rats- und parlamentarische Initiative, tatsächlich die Vergabe von EU-Mitteln abhängig zu machen von solchen Standards, ohne das geht es wahrscheinlich gar nicht.
Und hat das EU-Parlament tatsächlich, weil es ja um, tatsächlich in diesem Fall um ums EU-Budget geht, tatsächlich etwas in der Hand? Und dass der Widerstand im Rat durch die Regierungen so groß ist, dass das blockiert wird, ist das eine. Siehst du eine Chance, dass sich im EU-Parlament über das einzige Instrument, das das EU-Parlament tatsächlich hat, nämlich die quasi Budgethoheit, eine Chance bietet, eine Mehrheit dafür zu bekommen? Also das muss ich genau anschauen. Das EU-Parlament hat dem Budget ja im Prinzip schon zugestimmt. Das heißt, die Intervention kommt zu einem relativ späten Zeitpunkt. Das hätte man eigentlich in den Budgetverhandlungen letztes Jahr sozusagen einbringen müssen und sagen, da wurde aber hauptsächlich um diese Frage der Rechtsstaatlichkeit und der Bindung der Ausgaben an eben den Rechtsstatus geknüpft. Ich weiß es nicht. Das EU-Parlament hat insofern eine gewisse Blockademöglichkeit, als es andere Projekte der Mitgliedstaaten, wo eine Zustimmungspflicht besteht, natürlich auf die lange Bank schieben kann. Insofern gibt es da irgendwie Abtauschgründe oder es gibt Gründe, die Parlamentarier, also aus Sicht des Rates und der Kommission gibt es gute Gründe, die Parlamentarier nicht nachhaltig sozusagen in die Defensive zu drängen oder zu verärgern oder gegen sich aufzubringen. Aber das EU-Parlament verfügt über kein Initiativrecht und es hat sozusagen von sich aus wenig Möglichkeiten, sich da durchzusetzen. Allerdings in Verbindung mit der portugiesischen Ratspräsidentschaft hat man jemanden, also das ist ein Spiel zwischen Rat und Parlament, wo eben der Rat das einbringt, diesen Vorschlag, also zum Thema macht. Die Kommission müsste dann eine entsprechende Verordnung formulieren und das müsste in die Ausgaben sozusagen Planung hineingehen. Es ist allerdings so, wir sind schon mitten im Jahr 2021. Das laufende Budgetjahr sieht ja schon Auszahlungen von Agrarbeihilfen vor. Und es wird immer noch sozusagen gerungen, auf nationaler Ebene genau einen Schlüssel, wie diese Ausgaben in Zukunft getätigt werden. Das ist deswegen möglich, weil das Budget eben ein 7-Jahres-Budget ist und nicht von Jahr zu Jahr neu beschlossen wird. Ja, deswegen kann man auch noch Last-Minute-Debatten also nicht 5 vor 12, sondern 10 nach 12 im symbolischen Sinn führen. Ich möchte noch was zu diesen Pflegehelferinnen und Helfern sagen. Die Pendelwanderung von polnischen oder slowakischen oder ungarischen oder rumänischen Arbeitskräften ist etwas, was im Laufe des 21. Jahrhunderts deswegen an sein Ende kommen wird, weil es sich hier um Länder handelt, die selber eine rasch alternde und schrumpfende Bevölkerung haben, wo das Lohnniveau in den letzten Jahren aufgrund der schrumpfenden Bevölkerung stärker gestiegen ist, also prozentual deutlich stärker als bei uns. Und wo, wenn man sich jetzt Polen anschaut, das polnische Durchschnittseinkommen durchaus auf einem Level angekommen ist, wo die Leute schon ein großes Fragezeichen dahinter machen, ob es sich lohnt zu emigrieren oder auch so eine Art von Wanderarbeit anzunehmen. Aus der Tschechischen Republik wandern kaum noch Leute, also es gibt nach wie vor Grenzpendler, aber das lohnt sich eben nur, wenn ich zu österreichischen Tariflöhnern angestellt werde und sagen wir in Brünn oder in Przeclaw meinen ordentlichen Wohnsitz habe und Haushalt. Das Lohnniveau in Ungarn oder Slowakei ist noch in einem Level, wo das für die Leute etwas attraktiver ist, Rumänien und Bulgarien noch mehr. Das wird aber im Laufe des 21. Jahrhunderts verschwinden. Die Strategie wird dann allerdings sein, eben, weiß nicht, billige Arbeitskräfte aus Gott weiß wo, Pakistan, Indien, Bangladesch oder so. Die können allerdings nicht pendeln, sondern da muss man sich dann was anderes einfallen lassen. Da wird also diese Möglichkeit, billiges Lohnniveau zu Hause, billige Lebenshaltungskosten zu Hause erlauben, niedriges Lohnniveau in Österreich oder den Verzicht auf bestimmte soziale Absicherung sozusagen so nicht funktionieren, weil die müssen ja dann hier leben. Aber ich meine, ein Blick nach Dubai oder Singapur oder Hongkong zeigt ja, wohin die Reise geht. Da leben dann diese Hausangestellten im Haushalt des Arbeitgebers, Kost und Logis und dürfen alle 2 Jahre einmal nach Hause fahren. Oder so irgendetwas. Nicht? Das ist also der normale Arbeitsvertrag
in den Golfstaaten sieht vor, einmal alle zwei Jahre eine Heimreise. Singapur, ähnliche Verhältnisse. Ja. Jeweils auch immer mit Regelungen, die verhindern, dass die Leute sich da integrieren und einen sozusagen permanenten Aufenthaltsstatus je erwerben können. Ich meine, das ist in den Golfstaaten überhaupt nicht vorgesehen. Für niemanden, also selbst für wohlhabende Europäerinnen und Europäer, die da leben, gibt es keine Daueraufenthaltsgenehmigung. Das gehört sozusagen zum Prinzip der Gesellschaft dort. Aber ich kann nicht sagen, wie wir das dann ausgestalten werden. Es liegt ja auch das ist ja auch keine Frage, die auf europäischem Niveau behandelt wird, sondern die Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen aus Nicht-EU-Ländern ist ja strikt eine nationale Angelegenheit, die jeder EU-Mitgliedsland anders regeln kann und autonom regeln kann. Man könnte allerdings, wenn es irgendwo Knappheiten gibt, vielleicht vermuten, dass es irgendwie dann zu einer Konkurrenz zwischen den EU-Staaten um diese selben Personen käme. Also ich sage jetzt mal, bis Rumänien in die Lage kommt, ein Lohnniveau zu haben, wo sich sozusagen Wanderarbeitskräfte dorthin vermitteln lassen, das wird noch eine Weile dauern. Obwohl man sagen muss, also letztes und dieses Jahr gab es ja da keine Sommersaison, aufgrund der Tatsache, dass relativ viele in Tourismus, Gastronomie und vergleichbaren sozusagen saisonalen Gewerben beschäftigte Personen aus Bulgarien und Rumänien das woanders tun, nicht zuletzt in Italien oder in Österreich oder so, hat man in den letzten Sommern vor 2020 vermehrt die Beschäftigung ukrainischen Personals entlang der rumänischen und bulgarischen Schwarzmeerküste wahrnehmen können. Ähnliches in Polen, wo ja 2-3 Millionen polnische Arbeitskräfte längerfristig in Westeuropa und Nordamerika beschäftigt sind, sozusagen jüngere Auswanderung oder Pendelwanderung, auch starke Rekrutierung von ukrainischen Arbeitskräften. Also man erschließt sich dann sozusagen neue Potenziale. Und vor 50 Jahren hätten die Polen argumentiert, man kann keine Ukrainer importieren, weil die sind zu fremd und orthodox und sozusagen da gibt es historische Feindschaften, die man dann auch irgendwie irgendwelchen Schlachten belegen kann. Heute erscheinen Ukrainer als die nächsten Brüder und Schwestern, zum Glück christlich, weiß, Gott sei Dank keine Muslime, kommen nicht aus Syrien und so weiter. Also das Narrativ hat sich da völlig verändert. Nach 1945 gab es die sogenannte Operation Weichsel-Wistula, wo also die verbliebene ukrainische Minderheit, die nicht in die sowjetisch gewordenen sozusagen ehemaligen polnischen Ostgebiet, die dann eben zur Ukraine, zur sozialistischen Sowjetrepublik Ukraine gehört haben, also die etwa 500.000, die nicht deportiert oder umgesiedelt worden waren, wurden so über die polnische Landschaft verteilt, dass es pro polnischem Dorf nicht mehr als 2 ukrainische Familien geben sollte, um zu verhindern, dass eben eine Minderheit entsteht, ja, zur sozusagen vollständigen Assimilation dieser Population. Weswegen es eben heute kaum noch ukrainisch sprechende polnische Staatsbürger gibt, obwohl das also vor 1939 ein Drittel der Bevölkerung war und nach 1945 immerhin noch vielleicht eine halbe oder dreiviertel Million hätte sein können. Operation Weichsel. Während man heute sagt, also die Ukrainer sind ja fast so wie wir. Praktisch. Ist ja praktisch gleich. Ne? Also reden so ähnlich wie wir, schauen so aus, haben so ähnliche Namen, verstehen unsere Sprache gut, schnell integrierbar, was auch immer. Und ich meine, daran kann man sehen, dass natürlich jeweils nationale Narrative an dieser Frage, wer und die anderen entlang sich tastend geändert werden können, wenn, sage ich jetzt mal, Not am Mann und an der Frau ist. Also wenn dieses Inklusionsthema sich plötzlich und Exklusionsthema sich plötzlich völlig anders stellt. Sie können übrigens, wenn Sie sich die Interviews im Keller hier anschauen, ein bisschen über dieses Othering, sozusagen aus einer völlig anderen Perspektive, nicht unbedingt der Migrations erfahren, aber das wird hier thematisiert. Aber das kann man, da gibt es sozusagen viele Beispiele hier, auch aus dem Arbeitsmigrationsbereich, nicht? Wer dann doch anschlussfähig ist und zu uns gehört und wer nicht. Das würde ich gerne als Schlusswort nehmen, denn es ist eine schöne Aufforderung,
unsere Ausstellung zu besuchen, was leider heute nicht mehr geht, weil um 8 Uhr ja, wie ihr alle wisst, Sperrstunde ist. Wir werden uns auch an dem ersten Abend, an dem wir unter diesen neuen Regeln hier immerhin dich mal live hier begrüßen konnten, uns daran natürlich halten. Unser Kaffeehaus ist eben auch nicht mehr geöffnet heute Abend. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir auch hinterher wieder beim Glas Wein oder irgendeinem anderen Getränk in unserem Café sitzen können. Aber tagsüber ist es auf. Heute hatten wir den ersten Tag, wo die Sonne unseren Garten wärmte und alle Tische besetzt waren. Und auch das war echt ein richtig guter Moment. Vielen Dank fürs Kommen. Eine Nachricht habe ich noch an die gar nicht so wenigen Menschen im Netz, die alle nur gesagt haben, dass man mich nicht hört, was sich dann endlich irgendwann gelöst hat. Wir blenden jetzt wieder unser Spendenkonto ein, weil wir wollen den Zuseherinnen und Zuhörerinnen am Endgerät zumindest die Chance geben, uns auch irgendwann mal einen Eintrittspreis zu bezahlen, wenn Sie darauf Lust haben. Wie gesagt, freiwillig natürlich. Dazu muss der Raphael jetzt irgendwie dieses Konto einblenden und in dem Moment sind wir nicht mehr zu sehen. Lieber Rainer, vielen, vielen Dank. Das Kamingespräch über die Familien Münz und Brunner müssen wir ein andermal machen, weil das macht man doch lieber wirklich abends beim Glas Rotwein. Ein andermal. Danke fürs Kommen.